Herzlich willkommen zum Katastrophensimulator 2023. AKA Leck mich am Arsch Simulator. Es ist die letzte Mission. Please! Do it! Jetzt, wo ich das vorführen möchte, geht es natürlich nicht. Schwer zu rekonstruieren. Egal. Wenn ich gerade fragt, was macht denn der Junge? Einfach die letzte Folge gucken. Und wenn sich dann immer noch fragt, was macht der Junge, der fragt sich dazu recht. Die Frage stelle ich mir nämlich auch immer wieder. So, jetzt mal hier schon auf die Straße konzentrieren, damit wir diesmal ein bisschen unfallfreier fahren. Schön hier links außen bleiben zum Beispiel, wie jeder normale LKW-Fahrer es macht. Was war das gerade? Wollte sich da gerade das Automatikgetriebe selbst zerlegen oder was? Ja, wir sind gerade bergab im 12. Gang. Lass mal den ersten runterschalten. Da freuen sich alle. Was, wo denn? Achso, schon wieder da. Verdammt! Hatte gehofft, der Hänger war doch schon vorbei. Aber schauen wir noch nicht. Jetzt gerade eben hat man gerade für. Hier, siehst du, diese Schocke vom Lenkrad? Das ist genau das. Jetzt geht's wieder. Das ist genau dieses Problem mit dieser Maus, was ich letzte Folge angesprochen hatte. Vielleicht hat man es gerade gesehen. Keine Ahnung, ob man es gesehen hat. Dass ich meine Maus kontinuierlich nach rechts bewegt hatte, aber das Lenkrad nicht dem gefolgt ist, sondern das so gestockert hat. Darin äußert sich das nämlich. Und ich schätze mal, das war auch das, wo ich letzte Folge bei dieser Zwangspause bei der Mission dadurch diesen letzten Unfall gebaut hatte. Oder diesen letzten Anstucker. Und wer sich jetzt denkt, naja, Ronny, der sucht sich doch eh nur eine Ausrede gerade. That's right. So, ins Ziel drin. Oh nein, wir haben viel kaputt gemacht. Cool, wir haben alle Aufgaben geaufgabt. Hauptmenü. Das heißt, das haben wir schon komplett. Jetzt gibt es das noch. Das habe ich halt noch nie gemacht. Ja, Reaktionstest. Teste deine Reaktionszeit bei der Begegnung mit einem Hindernis, das unerwartet vor dem LKW. Das klingt interessant. Vor allem bei der Lenkung. Fahre den LKW mit mindestens 50 km/h und halte an, sobald du ein Hindernis siehst. Bringt es was, wenn ich schneller fahre, oder habe ich dadurch Nachteile? Vor allem, weil ich gerade ohne Auflieger fahre. Ich traue mich gerade nicht zu zwinkern, ne? Ist ja cool gemacht. Ich stehe gerade auf dem. Achso! Ups. Hab gerade die Handbremse aktiviert. Hab ich schon gewundert, warum ich nicht losgefahren bin.
Los, fahr doch mal. Alter, ich habe keinen Auflieger und der braucht ewig aus dem Gang, aus dem Dreck zu kommen. Was muss mit diesen kleinen LKWs? Sind die alle so? So, jetzt wieder konzentrieren. Ist aber unfair, ne? Wenn du weißt, dass da was kommt, ist das unrealistisch, weil im echten Leben erwartest du nicht, dass da irgendwas kommt auf einmal. Das ist ja genau das Problem. Wenn alle LKW-Fahrer die ganze Zeit aufmerksam wären, dann wäre es ja kein Problem so. Aber wenn es grün aufleuchtet, heißt es doch, dass ich das richtig mache, oder? Eben, wie gesagt, das Problem beim Echten ist halt, dass LKW-Fahrer halt nicht das erwarten, also irgendwie schon, aber sobald du als LKW-Fahrer fährst und dann ein paar Kilometer gefahren bist, lässt halt die Konzentration nach. Und ja, dann war's das halt. Das ist nämlich dann genau der gefährliche Punkt, wenn die Routine anfängt. Oder wenn du die ganze Zeit dabei rumquatschst. Was heißt denn diese Zeitinfos? Ist das gut, wenn der Wert höher ist oder wenn er niedriger ist? Achso, ich schätze mal, das ist, wenn es niedriger ist, ne? Das ist meine Reaktionszeit. Beste Reaktionszeit. 47. Schlechteste. Ja, okay, ist also wirklich meine Reaktionszeit. Aber hey, alle drei bestanden. Nächstes. Oh, da habe ich jetzt richtig Bock drauf gerade. Kenne ich gar nicht. Wieso gibt's das? Oh, nass im Regen. Erstmal schön Feuerwerfer anmachen. Sehr realistisch. Und als nächstes denn ohne. Da hast du halt verloren. Ich meine, du hast sowieso verloren, weil bei dem Spiel mit der Physik ist im Ring sowieso kein Spaß. Ich hoffe, es kommen jetzt hier nicht allzu viele Kurven. Aber dadurch, dass es wirklich nur um die Reaktionszeit geht, heißt es, dass es egal ist, wie schnell ich fahre. Das hoffe ich zumindest. Kann ich das Spiel so austricksen? Kommt jetzt gerade gar nichts mehr. Meine Idee ist gerade, dass das Spiel einfach den ersten Tastendruck nimmt. Aber irgendwie kommt jetzt gerade gar nichts mehr. Und trotz, obwohl ich 50 km/h, also mindestens 50 km/h fahre. Bin ich mal gespannt, wie lange die Strecke noch geht. Ah, ne, okay, er nimmt nicht den ersten Tastendruck. Scheint ein bisschen zu. Ja.
Also das ist definitiv nicht der erste Tastendruck, sondern scheinbar der, den LKW am längsten zum Stehen bringt oder so. Kann er mal kurz probieren nochmal. Mache ich hier raus erstmal eine Versuchsreihe. Auch geil. Ah, siehst du? Das Ding hat ja zum Beispiel nicht akzeptiert. Weil ich jetzt nur kurz drauf gedrückt habe und nicht dauerhaft gebremst habe. Sehr interessant. Das Spiel möchte mich testen, aber ich teste gerade das Spiel. Auch nett. Aber die Strecke ist ganz schön lang, kann das sein? Ich habe auch das Gefühl, dass, wenn ich hier andauernd bremse, dass dann kein Hindernis mehr kommt. Kann es sein, dass die Strecke sich im Kreis, also dass es ein Kreis ist und der einfach immer nach jedem Bremsvorgang eine gewisse Zeit wartet? Ja, da müsste ich ja, wenn ich ab und zu bremse, immer nur, dürfte ja jetzt niemals so ein Ding kommen. Ha! Ich habe das Spiel besiegt. Ja, so kommt gar nichts mehr. Gefällt mir. Aber so funktioniert zumindest mein ursprünglich geplanter Trick nicht. Man kann also nicht die ganze Zeit auf die Bremse tippen und hoffen, dass man dadurch ganz niedrige Punktzahlen bekommt. Aber man kann so ein bisschen das Spiel verarschen. Wobei die Frage ist, wie gesagt, wenn die Strecke jetzt sich hier im Kreis dreht die ganze Zeit, was ich mittlerweile echt glaube, ja, dann wäre das natürlich... Ich probiere mal ganz kurz, müsste man eigentlich sehen... Ja, ist ein Kreis. Das geht hier einmal rundherum. Set Time gab's oder war's noch nicht? Na gut. Egal. Machen wir hier. Durchstart.
Glückweise. Nächste Folge wieder. Das. Gut. Also, man kann das Ding nicht so leicht austribbeln. Gut durchdacht, das Ganze. Sehr gut durchdacht. Bis zur nächsten Folge.